hatten eine Veranstaltung in Frankfurt am Main von unserer Gemeinde, das ist ja unsere Zentrale. Und ich bin draußen spazieren gegangen und da hat jemand 20 Euro zerschnitten. Und ich habe immer die Teile von dem zerschnittenen 20-Euro-Schein nochmal aufgesammelt. Und dann bin ich in Berlin zur Bundesbank gegangen, habe ich dann einen richtigen, kompletten 20-Euro-Schein bekommen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, was kaufe ich davon denn, wa? Dann habe ich einen Baum gekauft, einen Pflaumenbaum, und habe den dann hier gepflanzt in der Moschee. Ja. Mein Name ist Tino Tanvir Salman Anjum, 44 Jahre alt und bin Projektleiter von Armut und Soziales von dem Regionalverband Berlin Anussat e.V. Ich habe in Berlin in vielen Sozialbüros gearbeitet, also ja. Da gab es den Wohlfahrtsverband noch nicht. Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum hat unsere Gemeinde keinen Wohlfahrtsverband? Und dann kam diese Idee von der Deutschen Islamkonferenz, dass wir als Gemeinde, auch mit dir, dass wir einen Wohlfahrtsverband gründen. Und der ist ja dann ins Leben gerufen worden 2018. Also der Name Anussat ist ja arabisch und bedeutet übersetzt die Hilfe. Wir sind eine reine spirituelle Gemeinde. Wir versuchen kleine Projekte erstmal so umzusetzen. Wir haben Mittwoch immer unsere Aktion, wo wir am Alexanderplatz eine Essensausgabe machen und Kleiderausgabe und auch unterschwellige Sozialberatung. Machen wir jetzt schon seit 2 Jahren kontinuierlich durch. Jeden Mittwoch stehen wir vom Fernsehturm. Wir fahren jetzt einkaufen, immer jeden Mittwoch die Sachen, die wir brauchen, die hier gekocht werden und auch die Sachen, die wir auch verteilen. So, einmal Zwiebelchen. Oft, wenn wir einkaufen gehen, ja, wir kaufen Bananen, die fragen sich immer, meine Frage ist neugierig, warum kaufen wir so viele Bananen? Haben Sie einen Affen zu Hause oder als Beispiel, ja? Die sagen, nein, das ist nicht für unsere Vereine, das ist für die Obdachlosen draußen, ja, für die armen Menschen, ja. Die gucken uns mit so einen Augen an oder viele kommen auf die Straße, die kommen auf uns zugelaufen und sagen, ey, tolle Arbeit macht ihr, hier habt ihr 50 Euro und so, ja. So oft, man spürt und merkt, dass man die Arbeit, die man macht, dass die auch geschätzt wird und dass die auch Aufmerksamkeit bekommt, ja. Also hier sind wir beim Straßenfeger. Er ist ein sehr langer Kooperationspartner von uns. Und heute haben wir zum Beispiel halt sehr viele Äpfel gesponsert bekommen. Wir sind sehr, sehr lange mit denen schon zusammen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Bei der Johnny Delator Stiftung sammelt auch immer Sachen für uns. Schuhe und auch Socken und Unterhosen, was die auch immer auf der Straße benötigen. Und da bringen wir die Hälfte jetzt hin. Das ist eine Einrichtung von einer Ärztin, die hat eine Praxis aufgemacht für Obdachlose. Und da unterstützen wir auch. Die haben auch eine Küche da drin, die haben auch ein Kleidungslager und kriegen auch von denen was mit, 17 Säcke heute jetzt. Und hätte er das auch gestern? Vielleicht. Aber das passiert ja, oder? Bei Konvini holen wir immer jeden Mittwoch und freitags die Sachen, die vor der Mülltonne gerettet werden. Mikrowellenessen, Salate, Tränke, überwiegend Salate, Sandwich, Bagels. Wir essen alles. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Okay, dann können wir los. Ab zur Moschee. Bismillah. Wie viel, oder? Ja, gut. Dass wir jetzt das Essen abgeholt haben, liegt nicht nur daran, dass wir selber glauben, dass es das Richtige ist. Wir reden über die dritte Säule im Islam, den Zakat, der beschreibt, dass wir an die Armen und Bedürftigen spenden sollen. Und das versuchen wir mit dem Foodsharing zu verwirklichen. Der Islam gibt mir für meine Arbeit, dass man der Menschheit dient. Egal welcher Mensch, welche Religion, welche Hautfarbe. Das ist nicht interessant. Die meisten Leute, die wollen dann meine Geschichte wissen, wie ich zum Islam gekommen bin. Also die sind total fasziniert von, was es mir für einen Halt gibt, wie es mich positiv verändert hat. Ja, natürlich gibt es auch welche, die dann denken, ja, guck mal, der radikalisiert sich jetzt oder so. Und meine Aufgabe ist es auch den Leuten, die auch gegen mich sind oder so, ja, dass ich trotzdem denen ihre Herzen gewinne. Wir haben nicht die Absicht, dass derjenige jetzt unbedingt da sich den Islam annimmt oder so. Also bei uns ist jeder herzlich willkommen. Ja. Wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die sind nicht in unserer Gemeinde drin oder die sind nicht Mitglied vom Wohlfahrtsverband. Aber sie sind trotzdem da und helfen uns. Ja. Die haben wir auch ehrenamtlich ausgezeichnet schon.
Ja, weil wir einfach ihre Arbeit auch ehren und auch würdigen, ja. Und die einfach mit Herzblut und mit total, die nach manchmal kommen, manche kommen nach ihrem Studio, manche kommen nach ihrer Arbeit. Ja, my name is Danish. I'm Ahmadi Muslim and I'm here for helping Tariq with cooking chicken rice with curry. And this is for the homeless people. We take this and pack here and then we will go to Alexander Plus. Beside my studies, I'm a volunteer worker for Al Nusrat. So for this volunteer work, I'm here every Wednesday and Friday. He's our chef. He prepared the meat and rice and cooked them and prepared everything for us. And then we pack it and then we go away. Yeah, everyone is waiting for us. It's not good. Yeah. We are late. We are viel zu spät. Oh man. This line will begin to increase too much. Wir haben selber jahrelang auf der Straße gesehen. Wir haben Obdachlose. Die waren erst, haben die angestanden, haben von uns was bekommen und haben die gefragt, ey, kann ich dich mithelfen? Wir haben die einfach eingebunden. Wir haben gesagt, okay, ich stelle dich heute hin, du verteilst heute die Bananen, ja? Oder du verteilst heute die Hygieneartikel. Already started 1 hour before and you can still see there is a long line and because there are a lot of people homeless in Germany, in Berlin. The good thing is we have food, enough food for them. So we are sometimes giving double if someone is more hungry. It also depends on the war of Ukraine. Nowadays there are a lot of people coming from Ukraine and we are also helping with them food and clothes and blankets and everything we are providing them. And there are also children with them. So we are giving some candies and chocolates with them also. Our target is to cover the 300 people. Klar, die Arbeit, die wir machen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja? Die Arbeit kann jeder machen. Ja? Jeder kann Kleidung verteilen, Essen verteilen. Das machen so viele. Ja? Aber was unser wirkliches Ziel ist, was wir niemals aus den Augen verlieren, ist wirklich, diese Menschen aus dieser Situation rauszuholen und diese Gemeinschaft wieder in die Gesellschaft zu integrieren, die Gemeinschaft wieder ihre Träume zu geben, wieder Hoffnung schenken, wieder Kraft zu geben, Wärme zu schenken. Manche wollen nicht essen, wollen keine Kleidung, manche wollen einfach nur in den Arm genommen werden. Ja? Und unser abschließender Dua ist, möge Allah dies annehmen von uns, denn er ist der Allhörende, der Allsehende, der Allwissende. Amen.